1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, wir haben eine freie Themennacht heute, dann meldet euch bei mir unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heißt Christel und Christel ist 42 Jahre alt. Hallo Christel. Hallo, guten Morgen Domian. Schönen guten Morgen. Weswegen rufst du mich an? Es geht um das Thema Vergewaltigung. Mhm. Ich bin vor circa fast 2 Jahren von 2 mir unbekannten Männern vergewaltigt worden. Ja. Das war leider nicht meine erste Vergewaltigung. Das erste Mal bin ich schon im Alter von 18 Jahren vergewaltigt worden. Ja. Das war damals mein überhaupt erster sexueller Kontakt. Mhm. Sprechen wir jetzt zuerst über den zurückliegenden Fall vor 2 Jahren. Ja. Du sagst von 2 Männern. Mhm. Wie genau ist das passiert? Das ist eine ganz blöde Geschichte. Ich bin verheiratet, habe 4 Kinder, fühlte mich in den letzten Jahren sehr allein gelassen und habe dann irgendwann mal angefangen zu chatten. Mhm. Habe dann eine Frau kennengelernt im Chat, mit der ich über 4 Monate lang geschattet habe. Und dann wollten wir uns mal treffen, was wir auch getan haben. Vorher haben wir aber auch telefoniert und an diesem Tag kamen dann aber nicht diese Frau, sondern 2 Männer. Das war eine Falle, die die mir gestellt hatten. Mhm. Wo hast du dich mit denen getroffen? Hier in Nordrhein-Westfalen. Nein, ich meine jetzt nicht in den Ort genau. In einer Kneipe oder? Das war ein Erlebnisbad. Ein Erlebnisbad? Wo wir uns getroffen haben, ja. Da also, auf dem Parkplatz. Wir wollten in dieses Schwimmbad gehen. Ja. Und was passierte dann? Ihr wart dann quasi noch in einem öffentlichen Rahmen, auf einem Parkplatz. Ich stand da, habe auf sie gewartet. Wir kannten unsere PKWs, weil wir sie beschrieben hatten. Mhm. Und dann fuhr ein Wagen neben mich. Es stiegen diese beiden Männer aus. Ich bekam ein Messer an den Hals, Chloroform ins Gesicht. Und dann weiß ich erst wieder was, nachdem ich dann 3 Tage später im Krankenhaus aufgewacht bin. Zu welcher Tageszeit war das? Nachmittags um 14 Uhr. Nachmittags um 14 Uhr, auf einem Parkplatz vor einem Schwimmbad. Mhm. Gehen die mit einem Messer auf dich zu und, und betäuben dich? Ja. Und du bist wieder erst zu dir gekommen im Krankenhaus? Mhm. 3 Tage später. 3 Tage später. Das heißt, du warst 3 Tage bewusstlos. Nicht direkt bewusstlos, aber ich weiß nur sehr schwach so vom Unterbewusstsein, was da abgelaufen ist. Hm. Warum hat man dich im Krankenhaus, wieso bist du ins Krankenhaus gekommen? Weil die mich, nachdem sie kein Interesse mehr hatten, mich wieder zu meinem PKW nachts gebracht haben müssen, wo mich dann Passanten bewusstlos in meinem Auto gefunden haben. Hm. Die dann die Polizei und Rettungswagen und so angerufen haben. Was hat man im Krankenhaus gesagt und gedacht, was mit dir los ist? Am Anfang dachte man, ich hätte versucht, mir das Leben zu nehmen. Mhm. Und was dachte man weiter? Und dann, da mein Mann mich ja vermisst hatte, 3 Tage ist ja eine verdammt lange Zeit für eine Mutter mit 4 Kindern. Allerdings, ja, allerdings. Kam sie dann ganz schnell halt dahinter, was da wohl passiert sein könnte. Dass ein Verbrechen zugrunde liegt, ja. Ich konnte dann aber 8 Wochen nicht sprechen. Überhaupt nicht. Ich kriegte kein Wort mehr raus. Hm. Hast du denn dann du hast 8 Wochen geschwiegen. Mhm. Wie lange warst du dann noch im Krankenhaus da, nachdem du aufgewacht warst? Ich war 14 Tage noch. 14 Tage. Dann hast du 8 Wochen geschwiegen. Mhm. Zu Hause. Hast du dich per Brief mitgeteilt? Nein, gar nicht. Du warst komplett blockiert. Ich war komplett blockiert. Also man hat im Krankenhaus schon vermutet, dass es eine Vergewaltigung war. Ja, das hat man durch die Verletzungen und
Welche Verletzungen hattest du? Ich hatte Verletzungen im Genitalbereich, im Analbereich. Mhm. Meine Brust, alles war aufgeschnitten. Aufgeschnitten? Mhm. Mhm. Ich muss sagen, es wundert mich sehr, dass man dich dann nach 2 Wochen normales Krankenhaus, wo du unter einem derartigen Schock standst, nach Hause gelassen hat. Ja, man hoffte, dass ich im Beisein meiner Kinder vielleicht wieder anfange zu reden. Mhm. Du hattest aber zudem keine therapeutische Betreuung. Ich wollte keine. Du wolltest keine. Total abgelehnt. Als du dann wieder angefangen hast zu sprechen nach 8 Wochen, hast du dann darüber sprechen können, was dir passiert ist? Nur immer stückchenweise. Mhm. Wobei du ja auch gar nicht so viel weißt. Du weißt ja nur das, was du mir gerade erzählt hast. Genau. Alles, was währenddessen passiert ist, weißt du nicht. Mhm. Bis heute nicht. Nein. Mhm. Ist dann Anzeige erstattet worden? Ja. Ist da was rausgeworden? Nein, bis jetzt leider noch nicht. Hast du schon mit vielen Leuten darüber gesprochen? Inzwischen habe ich mit mehreren Leuten darüber gesprochen, ja. Aber ich merke an deiner Stimme, dass du sehr aufgeregt bist. Mhm. Dass es dir sehr nahe geht. Ja. Mhm. Das Ganze liegt 2 Jahre zurück. Hast du denn dann später, als du wieder etwas mehr zu Kräften kamst, hast du da therapeutische Hilfe beansprucht? Ich habe es versucht und fand es nicht, aber ich konnte nicht reden. Wieder diese Blockade. Mhm. Ich finde das so bedrückend, was du erzählst, weil natürlich kann man sich in dich nicht hineinversetzen, aber ich erahne, dass du dir wahrscheinlich 100.000 Gedanken machst. Was haben die mit mir? Ich war betäubt, ich weiß gar nicht. Was haben die mit mir in der Zeit gemacht? Ja, das ist so. Aber noch viel schlimmer sind diese Schuldgefühle. Warum bist du da hingefahren? Mhm. Mhm. Du sagst, du bist in einer Beziehung, du bist verheiratet, du hast 4 Kinder. Ja. Wie hast du das Ganze denn dann deinem Mann erklärt? Dem habe ich das fast ein Jahr später versucht zu erklären. Und dem hast du auch die Wahrheit gesagt, warum du dahin gefahren bist? Ja. Hm. Wie ist er mit der ganzen Sache umgegangen? Er geht überhaupt nicht damit um. Er überschweigt es? Ja. Hm. Er meint, das wäre sehr schlimm und das steht ihm auch leid, aber jetzt wäre Schluss, jetzt müsste ich so langsam mal aufhören. Mhm. Du hast gerade gesagt, dass dir auch in Gesprächen mit Therapeuten, insofern es dazu gekommen ist, es dir sehr schwer fällt, das zu formulieren alles. Mhm. Warum hast du mich angerufen? Weil ich deine Sendung schon seit Jahren beobachte und ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Da ich denke, es ist ein Versuch, wenigstens mal zu reden. Mhm. Ich muss dir sagen, dass ich das mit großem Respekt sehe, dass du dich hier traust anzurufen, nachdem dir so etwas widerfahren ist. So etwas habe ich hier auch noch nie gehört in der Sendung. Ich möchte nochmal auf die Situation in der Familie zurückkommen. Dein Mann will quasi davon nichts mehr hören. Nein. Wie ist denn deine Beziehung, dein Verhältnis im Moment zu deinem Mann? Ich komme mir vor, als würde ich nur funktionieren. Mhm. Ich führe ein Doppelleben. Nach außen hin tue ich die Kuhle und ja. In Schmerz, es tut weh. Ja. Ich habe schon 2 Suizidversuche hinter mir und... Ja. Versuchst du auch vor deinen Kindern, du sagst, du hast 4 Kinder, versuchst du da auch die starke und die freundliche und die frohe Mutter und Frau zu spielen? Bei den Kleinen, ja. Ich habe noch sehr kleine Kinder, 8 und 5 Jahre. Und bei den Großen, die sind 22 und 18, da schaffe ich es nicht mehr so. Hm. Das heißt, die kriegen schon mit, was... Das heißt, die wissen ja auch, da ist irgendwas, was Schlimmes passiert. Ja. Wissen die genau, was passiert ist, die Große? Nein. Was glauben die, was passiert ist? Die meinen halt, ich wäre ein Verbrechen so gefallen, dass mich da jemand überfallen hätte. Mhm. Wie lange liegt es jetzt zurück? Das war im März letzten Jahres.
Ja, nein, ich meine, ich wollte fragen, wie lange es zurückliegt, dass du das letzte Mal versucht hast, mit einem Therapeuten zu sprechen. Ja, ungefähr. War das nur ein Gespräch oder bist du da öfters zu Ich bin zweimal hingegangen. Und hast es dann abgebrochen, weil du auch mit der Person nicht gut klarkamst oder weil es dir einfach so wehgetan hat, da dich selbst nochmal hineinzuversetzen und über alles einfach zu reden? Ja, weil ich war alles nochmal, ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht reden. Mhm. Würdest du sagen, dass das seitdem das jetzt vorgefallen ist, vor 2 Jahren, dass dein Leben radikal verändert hat und umgewälzt hat, dass du nur noch letztendlich bestimmt bist von dem Unglück, was dir widerfahren ist? Ja, das kann ich auch verstehen. Weil auch die erste Vergewaltigung, die ich damals auch nicht verarbeitet habe, die ist damit auch wie ein Bumerang zurückgekommen. Über die wir es noch gar nicht gesprochen haben. Mhm. Und das war damals dein erster sexueller Kontakt? Ja. Und der endete gleich in einer gewalttätigen Aktion? Ja. Mhm. Habe diesen Mann geheiratet und. Aber mit dem bist du jetzt nicht mehr verheiratet? Nein. Das heißt, es gibt ein Kind aus dieser ersten Vergewaltigung? Ja. Lebt das Kind bei dir? Ja. Hast du zu diesem Kind ein herzliches Verhältnis aufbauen können? Ja, habe ich, Gott sei Dank. Ja. Mein Gott, Christel, ich bin froh, dass du angerufen hast. Ich bin wirklich froh, dass du angerufen hast, weil ich ganz, 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 ganz hundertprozentig davon überzeugt bin, dass man dir helfen muss, dass du Hilfe brauchst. Das ist ja ein wir haben ja jetzt nur einen ganz kleinen Teil besprechen können, was dich betrifft. Und ich höre, wie sehr dir das ans Herz geht. Ich finde, dass es eine ganz tolle Leistung ist, dass du hier gesprochen hast. Du hast es hier, wir haben, unterhalten uns jetzt 11 Minuten und du hast 11 Minuten mir erzählt, was geschehen ist. Sieh das doch mal als allerersten Schritt, den du unternimmst. Ja. Wenn du meine Sendung kennst, weißt du, dass ein Psychologe bei mir im Hintergrund arbeitet. Mhm. Also heute auch eine Psychologin, das ist die Simone. Mhm. Dann ist der erste Schritt jetzt mal, dass du mit der Simone gleich sprichst. Ja. Ich möchte dir aber sagen, wie gesagt, ich kann das nur erahnen, was dir für Leid angetan wurde und welche Schmerzen, seelischen Schmerzen du hast. Unternimm alles, was dir irgendwie möglich ist und hole dir Hilfe und lass dir helfen. Ja. Ich glaube, dass du mit einem guten Therapeuten die Chance hast, einigermaßen all das Schlimme zu verarbeiten, was passiert ist. Mhm. Aber alleine schaffst du es nicht. Das weiß ich inzwischen auch. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Christel, nochmal Hut ab, dass du dich getraut hast, hier anzurufen. Wirklich, das meine ich sehr ernst. Danke. Meine ich wirklich sehr ernst. Jetzt legst du bitte auf und meine Psychologin, die Simone, ruft dich an und ihr habt alle Ruhe und ganz viel Zeit und könnt reden und beraten, was zu tun ist. Ja. Ja? Okay. Und alles Liebe und toi, toi, toi. Danke. Tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema, dann meldet euch bei mir oder mailt mir unter domian@wdr.de. Hier ist Melanie und Melanie ist 21 Jahre alt. Hallo Melanie. Hallo Domian. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Um was geht's bei dir? Ich bin die Geliebte eines verheirateten Mannes. Mhm. Der ist seit 2 Jahren jetzt verheiratet. Hat auch eine kleine Tochter, die ist auch 2. Ja, und wie lange bist du die Verliebte schon? Die Verliebte? Ja, die Geliebte. Wie lange du seine Geliebte bist? Ach so, jetzt seit circa 5 Monaten. Ja. Bist du auch in einer Beziehung? Nee, ich nicht. Mhm. Wie hast du ihn kennengelernt? Den kenne ich schon seit circa 6 Jahren. Aha. Und hatte mich damals wegen seiner jetzigen Frau verlassen, also so eine Jugendliebe gewesen. Ach, das heißt, ihr hattet schon mal was miteinander? Ja, schon öfter. Nur jetzt ist es halt seit 5 Monaten so, dass wir uns halt auch jeden Tag sehen. Moment, das ist ja kurios. Das heißt, ihr beide wart mal zusammen? Ja, genau. Ja, war das eine richtige Beziehung oder war das nur so eine Affäre? Nee, das war damals so eine Jugendliebe. Eine Jugendliebe. Mein Gott, ich werde jetzt 21, das ist 6 Jahre her. Okay.
Ah ja. Dann hat er dich quasi oder hat diese Affäre beendet wegen seiner wegen seiner jetzigen Frau. Genau. Jetzt hast du ihn wieder getroffen. Das heißt vor 5 Monaten. Ja, das heißt, wir haben eigentlich immer Kontakt gehabt, weil ich mit seiner Mutter und mit seiner Oma ein ziemlich gutes Verhältnis habe. Mhm. Und die verschaffen uns ja auch die Alibis, damit er fast jedes Wochenende bei mir schlafen kann. Das heißt, er erzählt seiner Frau dann, er muss im Garten arbeiten, hat dann getrunken, könnte kein Auto mehr fahren. Und Moment, seine Mutter und seine Oma verschaffen ihm Alibis und die wissen Bescheid, dass ihr beide miteinander ein Verhältnis habt wieder. Ja. Das ist auch kurios. Ja. Wir haben letzte Woche bis um 3:30 zum Beispiel mit der Oma an einem Tisch in der Küche gesessen, also das ist kein Geheimnis. Das heißt, die Oma und seine Mutter sind gar nicht so sehr von der Ehe begeistert und von der Ehefrau? Ja, er sagt halt, er wäre unglücklich. Also die haben jetzt nicht so den regen Kontakt zu der Frau. Also die sehen die ganz selten. Die Oma zum Beispiel, die hat ihr Enkelkind zuletzt Weihnachten oder so gesehen. Ja. Aber dennoch ist das komisch und merkwürdig, dass die Mutter, wo die gerade 2 Jahre verheiratet sind, quasi die Freundin, ein Alibi für die Freundinnen besorgt, damit er mit der Freundin zusammen sein kann. Ungewöhnlich. Ungewöhnlich. Ja. Mhm. Dann hatte die Oma, die hatte vor circa 2 Wochen, hat die so einen kleinen Aussetzer gekriegt, weil die Frau von ihm ständig bei ihr angerufen hat, wo er wäre und wo er bleibt. Und dann hat die Oma der Frau wohl alles erzählt, aber die ist halt ein bisschen naiv. Also die hat das dann zuerst nicht geglaubt und dann hat sie es nachher irgendwie geglaubt, aber er erzählt ja halt ständig wieder irgendwelche Lügen und sie meint jetzt, das wäre alles beendet. Was ist denn das für ein Chaos da bei euch? Ein richtiges Chaos. Aber hallo. Das heißt, im Prinzip weiß die Bescheid, aber die lässt sich jetzt irgendwie bequatschen, aber irgendwie ist die Information bei ihr. Ja, ich denke, dass sie einfach ruhig ist und gar nichts sagt, damit er halt bei ihr bleibt. Weil ich sag mal so vom Optischen, sie hat sich halt nach der Schwangerschaft ziemlich gehen lassen, Gewicht nicht runtergekriegt, hat auch Komplexe und so. Ja. Aber das war halt auch schon vor den 5 Monaten kaputt. Ach so, das heißt, diese Ehe ist eigentlich gar keine Ehe mehr. Nicht wirklich, also zumindest nach seinen Aussagen halt. Er wäre unglücklich, sitzt oft abends bei mir und weint, weil er nach Hause fährt. Ja. Und wenn man dann mit ihm darüber redet, dass er das beendet oder so, dann sagt er, ja, er hat Angst, dass er sein Kind dann nicht mehr zu sehen. Mhm. Mhm. Die sind 2 Jahre verheiratet. Wie lange sind die schon zusammen, ein Paar? Ja, circa da 6 Jahre. Ach, so lange auch. Und wie alt ist er? 27. 27, mhm. Wann hat er denn aufgehört, sie zu lieben? Weißt du das? Hat er das gesagt? Nee, das weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass schon seit Dezember, Januar auch bei denen im Bett halt nichts mehr ist. Und deswegen da... So, jetzt ist die klassische Situation. Da ist eine Geliebte, das bist du, das ist Melanie. Er sagt, er liebt dich. Ist das so? Ja. Und liebt sagt er auch zu seiner Mutter und zu seiner Oma. Er sagt das sogar... Also das glaube ich ihm auch, der macht alles. Ja, das heißt, er sagt sogar zu seiner Oma, dass er dich, seine Geliebte, liebt, seine Frau offensichtlich nicht mehr liebt, sogar heult bei dir, weil er unglücklich ist, aber nicht in den Hintern hochkriegt, sage ich jetzt mal ganz salopp, und die Verhältnisse ordentlich ordnet und löst, weil er Angst hat, er sieht sein Kind nicht mehr. Ja, das stimmt. Hm. Was denkst du, was fühlst du dabei, wenn er das dann so sagt? Ich bin selber, also ich habe selber ein kleines Kind und der Vater von meinem Kind hat auch keinen Kontakt mehr dazu. Aber ich bin nicht verheiratet gewesen. Selbst der Vater hat alle Rechte, um sein Kind zu sehen. Das heißt, keine Frau kann dem Vater das Kind entziehen. Das heißt, du sprichst ihm gut zu und sagst, dass wenn ihr euch trennt, besteht die Möglichkeit, dass du regelmäßig dein Kind siehst. Genau. Womit du ja auch recht hast, und er auch die Möglichkeit hat, einen ordentlichen Kontakt aufzubauen zu dem Kind. Ja, genau. Vor allen Dingen, er sieht jetzt sein Kind im Moment fast gar nicht, weil er bis abends 10, 11 Uhr bei mir sitzt. Das Kind geht um, weiß ich nicht, 8, 9 oder so ins Bett. Dann würde er sein Kind sogar noch öfter sehen. Glaubst du, dass er das Kind vorschiebt, weil er sich nicht entscheiden kann? Weiß ich nicht. Aber es klingt ja schon komisch, ne? Wenn er sagt, das ist alles kaputt und er ist immerzu bei dir,
Er ist immerzu bei dir und heult bei dir sogar. Ach, der kommt morgens vor der Arbeit, der sitzt um 5:45 morgen früh wieder bei mir am Bett. Mhm. Nur um mir guten Morgen zu sagen und fährt wieder zur Arbeit. So nett das ist, provoziert es dich nicht irgendwann? Oder irgendwie mittlerweile auch etwas? Ob mich das provoziert? Ja. Mich macht's traurig. Also ich habe schwer damit zu kämpfen, wenn er abends nach Hause fährt. Ja. Nun läuft das Ganze ja erst 5 Monate, muss man ja auch sagen. Ja, aber auch ich habe ein kleines Kind, wo ich dran denke. Und mein Kind, wenn der den sieht, der schreit, ja, hallo Papa, so nach dem Motto. Ne? Ich meine, der ist 1,5, der versteht das wahrscheinlich noch nicht so wirklich, aber er sagt Papa zu ihm. Also ich halte mal fest, der ist jeden Tag bei dir. Ja. Ihr seht euch jeden Tag, manchmal morgens und abends. Ja. Hängt jeden an bei dir. Ja. Und erzählt der Frau irgendwas und die Mutter und Oma helfen da noch bei, ein bisschen. So wie ja, in der Woche brauchen die halt nicht so zu helfen, geht sich dann halt nur darum, wenn er dann am Wochenende bei mir schlafen will. Ja. Dann also, wenn er nie das... In der Woche kann er erzählen, er musste lange arbeiten. Das hört sich aber so etwas von kaputt an, dass der Mann, dein Freund, finde ich, so schnell wie möglich eine Konsequenz ziehen sollte, weil das ist kein Leben und kein Zustand, finde ich. Ja, natürlich, das geht allen an die Substanz, aber was kann ich denn... tun. Ich kann dem Mann noch nicht die Pistole über die Brust setzen, oder? Ja, das ist immer die große Frage. Ich finde, ab einem gewissen Zeitpunkt ist es legitim, Druck auszuüben. Den Zeitpunkt muss immer derjenige entscheiden, der in der geliebten Rolle ist. Das bist du in dem Fall. Meinst du, er wird das Spiel sonst immer so weitermachen? Ja, es gibt Fälle, wo so etwas ewig, jahrelang läuft. Ja, das habe ich ihm schon gesagt. Jahre mache ich das nicht mehr. Ja, ja. Vor allen Dingen, der behandelt mich ja nicht wirklich wie eine Geliebte. Der will nicht, dass ich alleine weggehe und so. Und ich habe gestern zum Beispiel, habe ich noch zu ihm gesagt, ich sage, dann behandle mich einfach wie eine Geliebte. Darum lass mich mein Leben leben, wenn ich das so tolerieren soll, wie du das halt machst. Gute Einstellung. Das will er aber nicht, weil er dich schon als feste Partnerin sieht. Ja, aber das ist ja nicht so. Aber es ist nicht so. Er geht nach Hause und geht da schlafen. Aber? Er geht sich bei seiner Frau ins Bett. Ja, aber er sieht dich als feste Partnerin. Ja. Ja, das natürlich hast du richtig geantwortet. Wenn, dann bist du die Geliebte und du kannst machen, was du willst. Oder aber er muss sein Leben regeln. Genau, dass er die Konsequenzen halt ziehen muss und weg oder so älter. So, genauso sehe ich es auch. Ich finde, dass du ab einem, entscheide du den Zeitpunkt, wo du vielleicht auch härter bist und klarer sagst, pass mal auf, so geht es nicht. Ich kann das nicht, ich will es nicht und ich halte es auch nicht aus. Schwieriger wäre die Situation ja noch, wenn da noch große Gefühle auch noch im Spiel wären zu seiner Frau und er so sagen würde, ich liebe beide und diese Sprüche. Dann wäre es ja noch ein bisschen komplizierter, finde ich, für ihn. Aber so ist es ja eigentlich alles ganz klar, wenn es denn so ist, wie du es gerade erzählt hast. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Das weiß ich nicht. Ich glaube, da kann man keine klare theoretische Aussage machen. Der Zeitpunkt ist dann gekommen, wenn du die Faxen dicke hast, sage ich mal ganz locker, wenn du einfach sagst, ich halte das nicht mehr so aus, ich will es nicht mehr. Und signalisiere ihm ganz einfach auch, dass du musst ja nicht von heute auf morgen ganz, ganz klaren Druck ausüben, aber du kannst ihm ja so auch so peu à peu signalisieren, dass du eben nicht so gestrickt bist, dass er das auf einen langen Zeitraum hin mit dir machen kann. Ja, das habe ich ihm schon öfter. Ja, aber das musst du ja auch kapieren, das musst du ja auch wirklich ernst nehmen. Nicht, dass er denkt, das sind so Sprüche von ihr, letztendlich kann ich das schon noch eine ganze Weile so laufen lassen. Ja, das habe ich auch gesagt. Du denkst wahrscheinlich, ich bin genauso wie deine Frau, ich sage, und lass mich ja blau vom Himmel erzählen. Aber im Grunde genommen ist es ja auch so, er hat ja eigentlich das schönste Leben. Er kommt zu mir, sie kocht halt nicht mehr, dann koche ich halt, hat immer was Warmes zu essen am Tisch, dann fährt er nach Hause und legt sich da nicht eingemachte. Also im Prinzip, wenn du jetzt sagen würdest, ich übe jetzt schon heftigen Druck auf ihn aus, finde ich das auch okay, wie du sagst. Das musst du für dich entscheiden. Es ist auch eine Frage deiner eigenen Selbstachtung, dass du irgendwann sagst, nee, das lasse ich auch nicht so mit mir machen. Also. Ja, aber vielleicht ist es auch einfach die Angst, die ich dann habe, dass er sagt, nee. Ja, natürlich. Das ist immer das Risiko, wenn man in einer solchen Lage ist und irgendwann auf den Tisch haut. Ist immer das Risiko, dass der andere sagt, nee, dann gehe ich. Aber weißt du, dann kannst du ihn auch in der Pfeife rauchen. Wenn er dann geht, war das auch nicht wirklich eine tiefe Liebesbeziehung.
dann hat er versucht, wirklich nur auf zwei Hochzeiten zu tanzen und sich gut gehen zu lassen. Ich glaube, der größte, sein Kind dann einfach vorgezogen hat. So, ich glaube, dass der größte Liebesbeweis ist eigentlich, wenn er sagt, okay, jetzt ist alles für mich kompliziert und ich habe auch Angst vor der Lage, vor der Situation, aber ich mache das jetzt für die Melanie. Das ist ein Liebesbeweis, weil alles andere würde ihn nur letztendlich darstellen als einer, der es nicht wirklich ernst meint. Ja, die Einzige, die mich da so ein bisschen aufmacht, mit der Mutter rede ich da weniger drüber, aber mit der Oma, die sagt immer, ja, Weihnachten ist er da. Ja. Oh mein Gott, Weihnachten. Ja, vielleicht kannst du es, ja gut, aber vielleicht kannst du dir das ja auch so als Grenze setzen, als Datumsgrenze, so Dezember. Ich hatte mir die Datumsgrenze schon an seinem Hochzeitstag, der hatte im September seinen zweiten Hochzeitstag, da habe ich schon für mich selber gesagt, wenn er dann nicht kommt, kann er sich also ich mach schon, geh ruhig hart daran, Melanie, finde ich legitim, mach es. Gut, definitiv. Dankeschön. Darf ich noch jemanden grüßen, Domian? Ganz schnell, bitte. Liebe Grüße, Katzen-Omi. Katzen-Omi. Melanie, mach's gut. Guck gerade zu, die guckt jeden Abend. Schöne Grüße an die Katzen-Omi. Okay, tschüss. Danke, tschüss. So, ihr Lieben, an dieser Stelle ein Hinweis auf unser Thema morgen. Morgen machen wir ein Experiment. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann ist es auch wurscht. Dann machen wir die Sendung wieder auf für alle Themen. Morgen machen wir eine Geldsendung. Das Thema heißt, ich schwimme im Geld. Und folglich möchte ich gerne mit Millionären sprechen, mit Leuten, die so richtig viel Kohle haben. Wie auch immer, warum auch immer, und die bereit sind, natürlich im Rahmen der Anonymität, hier etwas über ihr Leben zu erzählen, wie es sich lebt, sehr reich zu sein, wie ihr zu dem Reichtum gekommen seid, welche Sorgen ihr habt. Es gibt ja noch viele Leute, viele reiche Leute, die eben auch ein sorgenvolles Leben haben. Die haben nun eben keine finanziellen Sorgen, aber da sind irgendwelche anderen Dinge, die da mit verbunden sind. Ich möchte morgen mit Millionären sprechen. Mit Leuten, die Schweine viel Kohle haben. Anmelden könnt ihr euch unter domian@wdr.de. Wir versuchen das. Wenn wir nicht genug Leute haben, die freiwillig sich hier mit mir in der Öffentlichkeit unterhalten wollen, dann machen wir eine offene Themensendung. Aber wir werden das mal riskieren. Ich schwimme im Geld heißt unser Thema morgen. Ihr könnt eine Stunde vorher anrufen. Zwischen ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet. Oder ihr könnt jetzt natürlich mailen. Hier ist Barbara und Barbara ist 44 Jahre alt. Hallo Barbara. Hallo. Ja, hallo Domian. Ja. Schönen guten Abend. Die Barbara macht aber bitte mal den Fernsehton. Der Fernsehton ist weg. Es ist blöderweise mein Lautsprecher vom Telefon an und ich kriege den nicht aus. Ja, das ist ein bisschen misslich. Aber wir versuchen es mal. Ja. Barbara, um was geht's denn? Es geht darum, dass mein Mann sich jetzt nach 20 Jahren Ehe mir geöffnet hat, dass er bisexuell ist. Aha, nach 20 Jahren Ehe? Nach 20 Jahren Ehe. Es war wohl immer zwischendurch was, aber jetzt hat er so richtig Liebeskummer, dass ich nicht weiß, wie ich ihm helfen soll. Was heißt, es war immer wieder zwischendurch was? Das heißt, er hat Affäre mit Männern gehabt? Ja, muss wohl. So klar hat er es dir gar nicht erzählt? Er hat es mir jetzt klar erzählt, ja. Ja, aber er hat dir nicht klar erzählt, was in den 20 Jahren alles abgegangen ist? Nein. Das nicht? Das nicht, nur jetzt von seiner letzten Beziehung, die wohl über 7 Monate gelaufen ist. Ach, das waren richtige Beziehungen? Das waren nicht nur Sexgeschichten? Ja, ich denke mal 7 Monate. Ist eine Beziehung. Würde ich jetzt sagen, ist nicht unbedingt eine Sexgeschichte. Nicht unbedingt. Hast du recht. Wie kam es denn jetzt? Ist ganz vor kurzem, vor ein paar Tagen, ein paar Wochen hat er es dir erzählt. Ja, war er hat sich so verändert, dass ich mit ihm nicht mehr klargekommen bin. Mhm. Und hast du gefragt? Ja, da habe ich gefragt, was denn nun eigentlich los ist. Und hast gefragt, darf nicht weitergehen. Ja. Und dann ist er da mit rausgerückt. Ich meine, dann hat er gesagt, ich bin bisexuell und habe gerade eine 7-monatige Beziehung hinter mir und die ist gescheitert und deshalb bin ich schlecht drauf? Ja, so ungefähr. Aber das muss einen doch als Ehefrau komplett umhauen, so eine Information, oder? Also erstmal war ich froh, dass er nicht eine andere Frau hat. Ehrlich? Ja, so blöd sich das jetzt anhört. Und ich weiß nicht, ob mich das umhaut oder ob ich noch in so einem Schwebezustand bin. Ich würde jetzt, glaube ich, an deiner Stelle die ganzen 20 Jahre irgendwie so in Gedanken durchblättern und immer überlegen, was war denn da? Wie war er da drauf? Hat er da vielleicht irgendwas gehabt? So geht es mir auch momentan. Ja, das glaube ich. Dass ich also genau überlege, aha, da war er wieder so komisch und da war er wieder so, da wird er dann wohl wieder was gehabt haben. Nur ich sage jetzt mal, ich bin ihm nicht böse, ich stehe vielmehr vor dem Problem, dass ich nicht weiß, wie ich ihn jetzt aus diesem Loch wieder hochziehen soll.
Also, so viel Selbstlosigkeit hätte ich jetzt gar nicht erwartet von dir. Ich an deiner Stelle wäre sehr, 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 sehr böse. Nee, sehr enttäuscht. Ganz ehrlich sagen, bin ich nicht. Ich verstehe das zwar selber nicht. Erstmal liebe ich meinen Mann. Mhm. Und zum anderen, es ist ja keine Frau. Ich kann ja mit dem Mann nicht konkurrieren. Nee, aber du kannst es geht um eine Liebesbeziehung unter Umständen. Und das ist völlig wurscht, ob das ein Mann oder ob das ein Typ oder eine Frau ist. Der ist dir fremdgegangen, der Kerl. Der ist dir definitiv fremdgegangen. Egal, wo der seinen Pimmel reinsteckt. Weißt du? Ja. Erstmal ist das ein Vertrauensbruch, mit dem man umgehen muss. Das ist richtig. Vor allen Dingen doch dann wohl einiges an Lügerei da gewesen. Und einiges an, aber wahrscheinlich an heftiger Lügerei da gewesen. Deswegen würde ich an deiner Stelle erstmal verlangen, dass der dir mal richtig klar Tisch macht, dass der dir erzählt, was in den 20 Jahren alles passiert ist. Und erst dann, ich meine, das ist natürlich sehr nett, wenn du sagst, ja, ich will dem jetzt irgendwie helfen. Aber ich finde, jetzt hast du erstmal ein Recht darauf, zu erfahren, was da überhaupt los ist und was mit dem Mann los ist. Und was auch, welche Gefühle er für dich hat und hatte. Was er sagt, er liebt mich weiterhin. Mhm. Er möchte mich auch nicht verlassen. Mhm. Was ist denn was ist denn da passiert mit seinem Freund? Hat er dir da Näheres erzählt? Ja, der hat einfach alles gelöscht, was die per Internet wohl zusammen sich unterhalten haben. Er konnte ihn nicht mehr, seine SMS hat er nicht mehr angenommen, die Mails hat er nicht mehr angenommen. Mhm. Und dann war also wohl totale Funkstille. Und ja. Das hat er also überhaupt nicht vertragen. Und dann ist er dann auch abends wohl nochmal hingefahren. Aber da wusste ich dann, dass er da hinfährt. Ja. Um das eben zu klären, weil er es absolut nicht verstanden hat. Warum der andere Mann ihn verlassen hat? Ja, warum der also keinen Mucks und keinen Ton mehr sagt. Mhm. Ausgerechnet in dem Moment, wo er mir das erzählt hat und er das eigentlich hätte jetzt mit meinem Wissen hingehen können. Mhm. Um dieses Versteckspiel also nicht mehr zu haben. Mhm. Habt ihr Kinder eigentlich? Ja, wie zwei. Viel? Zwei Kinder. Hm. Wie alt sind die? 19 und 12. 19 und 12. Weiß denn der oder die 19-Jährige? Ja. Weiß schon Bescheid? Die hat das mitbekommen, weil sie hat den Papa damals also im Internet gefunden, wo er sich da auf den Seiten dargestellt hat. Wie, er hat sich auf den Seiten dargestellt? Dein Mann hat sich auf irgendwelchen Seiten dargestellt? Mhm. Wie dargestellt? Ja, er hat sich vorgestellt halt... so eine Gay-Seite, denke ich mal, war das. Und das hat zufällig eure Tochter entdeckt? Ja. Noch bevor er es dir gestanden hat? Ja. Und daraufhin, denke ich mal, wird das bei ihm auch ins Rollen mitgekommen sein. Das verstehe ich. Ja, sie hat das entdeckt. Hat sie es dir dann gesagt? Sie hatte mich gerufen, ja. Ah, das heißt, du wusstest Bescheid, bevor er es dir gesagt hat? Ja. Du warst also vorgewarnt? Mehr oder minder. Habe ich aber noch gedacht, naja, er wird sowieso keinen haben, keinen finden. Da sind ja Tausende, die jemanden suchen. Mhm. Vielleicht habe ich da auch Scheuklappen aufgehabt. Ja, ich glaube, du färbst dir die Welt auch immer so ein bisschen so, wie du es haben möchtest. Das könnte sein. Ja. Schlaft ihr miteinander noch? Sehr, sehr wenig. Ja. Wenn ihr miteinander schlaft, so von deinem Eindruck her, ist das eher so eine Routinenummer oder ist er so richtig schon... Nein, er ist richtig mit seinen Gedanken bei mir. Erst mit den Gedanken bei, das merkst du. Das merke ich auch, ja. Mhm. Also da ist noch sehr viel Zärtlichkeit, Liebe und alles so mit dabei. Mhm. Also, es bleibt festzuhalten, dass du eigentlich damit ganz gut umgehen kannst. Ist das so? Ja, richtig. Ja, ich will jetzt auch nicht dass den Zorn einreden. Wenn das so ist bei dir, dann ist es so und dann ist es ja auch vielleicht auch okay so. Das heißt, du vergibst deinem Mann das, was er da gemacht hat? Ja, vergeben weiß ich noch nicht so recht. Ich versuche damit umzugehen. Ja. Hast du denn den Eindruck, darauf möchte ich jetzt nochmal kommen, hast du denn den Eindruck, dass du genug weißt und dass du alles so richtig einschätzen kannst? Das ist eben die Seite, ich weiß von dem männlichen Part her viel zu wenig. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie ich damit so richtig jetzt mit ihm zusammen umgehen soll. Also du meinst aber jetzt diese eine Person, meinst du? Ja. Ich meine, meine Frage bezog sich oft auf das Ganze, so wie er das immer gelebt hat. Meinst du, dass du da genug Bescheid weißt? Ja, also das schon. Denke ich schon.
Ich meine, das ist natürlich eine irre Situation. Da ist die Ehefrau, die erfährt, dass ihr Mann schwule Kontakte hat. Die schwule Affäre ist irgendwie den Bach runtergegangen und jetzt versucht die Ehefrau, den Ehemann zu trösten und ihm beizustehen. Entweder ist das ein Zeichen von ganz großer Liebe oder ist es ein Zeichen auch von einer großen Abhängigkeit deinem Mann gegenüber? Also ich würde es eher mit der großen Liebe sagen. Mhm. Mhm. Abhängig, ich bin finanziell unabhängig. Also in dem steht mir nichts im Wege zu sagen, ich pack deine Koffer und geh oder ich pack meinen Koffer und geh. Ja. Also da in der ist überhaupt keine Abhängigkeit da. So in den letzten Zeiten war auch keine Sekunde mal, wo du ein bisschen zornig warst auf ihn? Doch. Das schon? Das schon. Mhm. Ja, man stellt sich auch mal die große Warum-Frage, reiche ich ihm nicht? Mhm. Weil das ist das halt, was ich nicht nachvollziehen kann. Warum muss es ein Mann sein? Mhm. Ja, also... Wurde darüber gesprochen, ob er sich in all diesen Jahren, wenn er viele, vielleicht sogar sehr viele homosexuelle Kontakte hatte, ob er sich richtig und immer und ausführlich geschützt hat beim Sex? Das muss er gemacht haben. Er hat also im September auch den letzten Test machen lassen. Mhm. Ist ja auch ein wichtiges Thema, ne? Das habe ich ihm also auch gesagt. Da hätte ich also jetzt schon... Man überlegt ja dann, rast haben ja alles manchmal auch so schnell durch den Kopf. Nein, also er hätte immer wieder zwischendurch Tests gemacht und er würde auch immer nur geschützten Verkehr haben. Abgesehen von der Geschichte, die da jetzt gerade nicht mehr funktioniert, wie denkst du dir denn, wie eure Ehe weiterlaufen soll? Ja, das ist jetzt halt auch meine große Frage. Soll ich so weiterlaufen lassen? Kann ich es wirklich bis ins tiefste Innere vergeben? Ja, und hältst du es auch aus, wenn er, nehmen wir mal an, da würde jetzt etwas Neues entstehen und du wüsstest, der hat einen Freund. Da könnte ich mit umgehen. Da können sie mit umgehen? Ja. Ah, ja. Weil ich sag mal, das ist ja, er nimmt mir ja in dem Moment nichts weg. Ja, er liebt mich ja als Frau. Ja. Der Teil bleibe ich ja. Den Mann, den kann ich ihm irgendwie ja nicht bieten. Ich bin ein bisschen erstaunt über deine Einstellung. Wenn du die Einstellung so hast, ist es wirklich okay. Also du wirst auch nicht eifersüchtig auf den Mann, auch auf die Zeit, wenn er die Zeit mit seinem Freund verbringt. Nein. Das wäre dir wurscht. Das ist mir nicht wurscht, aber das würde ich akzeptieren. Das würdest du akzeptieren? Mhm. Ja. Ich meine, dann steht dein Mann ja wirklich sehr gut da. Er hat dich an seiner Seite und er hat dich wirklich eisern an seiner Seite. Ich glaube, das Hauptproblem für dich im Moment ist, wie helfe ich ihm jetzt aus dieser Krise raus? Genau, weil ich nicht weiß, wie ich mich da reinversetzen soll. Ich finde, weißt du, Bauer, du tust schon verdammt viel. Da brauchst du dich nicht noch mehr rein zu versetzen. Einfach zuhören wird wohl hoffentlich dann finde auch helfen. Finde ich allerdings auch. Also, wie du deine Position darstellst, ich glaube, das ist schon eine sehr ungewöhnliche und die meisten würden nicht so reagieren. Da kann der Mann schon von großem Glück reden, dass er da so eine gute Freundin, sage ich mal, an seiner Seite hat. Und noch mehr psychologische Hilfeleistung musst du da auch nicht ausüben und dich da hinein zu versetzen. Du bist da und, du verlässt ihn nicht. Das ist schon aber ganz, ganz, ganz viel und ganz toll. Ja gut. Würde ich so sehen und so sagen, Barbara. Mhm. Alles klar. Alles Gute von Herzen. Dann danke ich dir recht herzlich. Ja, auf Wiederhören. Danke, tschüss. Morgen heißt unser Thema, ich schwimme im Geld. Und morgen möchte ich nur mit Leuten reden, die im Geld schwimmen, die richtig viel Kohle haben, die Millionäre sind oder mehrfache Millionäre sind. Meldet euch doch schon mal an, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, unter domian@wdr.de oder morgen eine Stunde vor der Sendung, wie immer, sind die Leitungen geschaltet. Hier ist Sabrina. Sabrina ist 24 Jahre alt. Hallo Sabrina. Hallo Domian. Hallo. Ich muss mal einmal ganz kurz was loswerden. Bitteschön. Ich war ziemlich geschockt über deine erste Anruferin. Ja, ich auch. Das war ein megamäßiger Schock für mich, wirklich. Mhm. Mhm. Weil ich hatte heute ein Blind Date. Mhm. Nicht übers Internet, sondern übers Telefon. Mhm. Aber ja gut, zu meinem Glück positiv. Ja, wie übers Telefon? Du hast den in so einer Line kennengelernt, oder? Ja, genau. Mhm. Aber ich hatte echt einen Schock, wie ich das gehört habe. Es ist irre gefährlich, sich auf sowas einzulassen. Wahnsinn. Es ist irre gefährlich. Mhm. Vielleicht sollte man sich wirklich, wenn, dann nur in einem Restaurant, in einem Café treffen. Aber ich meine, die Christel, die es erzählt hat... War auf dem Neutag. Ja, es war ja auf einem Parkplatz zu einer noch belebten Zeit. Also insofern ist das schon sehr schlimm. Ja. Man sollte da wirklich äußerst vorsichtig sein. Äußerst vorsichtig. Und ich bin dann so weit gegangen, ich habe ihn zu mir nach Hause eingeladen. Ach, das Treffen fand dann schon bei dir zu Hause statt. Mhm.
Das ist noch gar nicht so lange her. Das ist, eigentlich ist das schon... krass. Ja, in der Tat. Mhm. Ja, deswegen war ich jetzt so geschockt und musste dann unbedingt loswerden. Also, boah. Mhm. Aber also, wieso hast du denn gesagt, komm zu mir nach Hause? Warum? Wir haben sehr nette Gespräche geführt und seine Beschreibung und das, was er gesagt hat, hat mich sehr interessiert. Ja, gut. Ja, man kann Leuten nur vor dem Kopf gucken. Aber, ist klar, aber ne, wie toll kann man sich am Telefon verkaufen und wie lange hast du dich mit dem schon unterhalten gehabt? Wir haben uns ein paar Mal unterhalten, längere Gespräche geführt. Ja. Und Nun war der heute Abend bei dir. Genau. Und wie war's? Wunderschön. Wunderschön. Wunderschön heißt? Wir sind im Bett gelandet. Mhm. Und es war sehr leidenschaftlich, sehr prickelnd. Mhm. Und ja. Ich meinte es doch gerade direkt am Anfang in deiner Stimme gehört zu haben. Es war noch so eine gewisse Erotik, so eine leichte Leichtigkeit in der Stimme. Mhm. Bist du noch gar nicht so wieder hier? Doch, also das hat mich ziemlich runtergeholt. Ja. Mein erstes Gespräch, das war wirklich Schock. Dass sowas, natürlich kann, ich weiß, dass sowas auch passieren kann. Aber jetzt mal so richtig das mitgekriegt zu haben, Also an der Stelle nochmal dringende Warnung an euch alle, die solche Verabredungen macht, bitte auf keinen Fall zu Hause. Und wenn draußen, dann möglichst wirklich dann in da, wo Menschen auch in Räumen sind. Ne? Mhm. Ja. Also, aber du bist verliebt jetzt, oder wie? Ich bin nicht verliebt, nein. Nein, du bist nicht verliebt? Nein, ich bin absolut nicht verliebt, nein. Achso, es war einfach nur so ein guter Sex heute. Mit einem netten Menschen. Ja, natürlich, aber ich hoffe, dass es nicht mehr liebesmäßig wird, sondern mehr sexuell ist. Ach, das heißt, du bist gar nicht darauf aus, eine feste Beziehung zu finden? Nein, das will ich gar nicht. Warum nicht? Warum nicht? Weil ich, so wie ich jetzt lebe, ganz glücklich bin. Du bist überzeugter Single? Richtig, ja. Ja, wie lange schon? Bist du jetzt 24, sagte ich? Seit ungefähr 17 Monaten. Ja, ist ja noch nicht so ganz lange. Ja, aber es gefällt mir so, wie es ist. Ja, was gefällt dir so daran, Single zu sein? Meine Freiheit. Ja. Ich kann halt das nehmen, was ich will. So, aber als Single will man natürlich nicht auf Sex und schon gar nicht auf guten Sex verzichten. Richtig. Und insofern hast du Hoffnung, dass ich da jetzt was anbahnen könnte? Eine Fick-Beziehung. Ja. Das dürfen wir doch gar nicht so sagen. Entschuldigung, eine sexuelle Beziehung. Eine sexuelle Beziehung. Genau. Genau. Hat er Talent? Oh ja. Das heißt, da ist einiges noch, ist noch ausbaufähiger. Auf jeden Fall. Ja, wenn das heute schon so gut abgegangen ist, dann... Ja, das ist halt die Leidenschaft, die war gleich zwischen uns. Und ich bin eine Frau, die gierig nach Leidenschaft ist. Ich will es mal so formulieren. Ihr hattet ja keine Fotos ausgetauscht, ne? Nein, nur Beschreibungen. Ihr habt euch nur beschrieben. Genau. Und aufgrund der Beschreibung hast du schon gedacht, das könnte mein Typ sein. Ja, er hat halt über diese Line behauptet, er hätte es nicht nötig, auf der Line zu gehen. Und da wurde, und das hat mich neugierig. Hast du schon gedacht, es könnte interessant sein? Ja. Hat er denn im Gespräch etwas über sein Äußeres erzählt? Ja, klar, ja. Was hat er erzählt, was dir dann gefallen hat? Also er ist ungefähr 1,75 groß. Mhm. Dunkle Haare, dunkle Augen, sportlich, muskulös gebaut und ja, halt südländermäßig. Das heißt jetzt nicht, dass ich unbedingt auf Südländer stehe, aber seine Stimme dazu und halt dieses Muskulöse. Also Muckis muss er haben bei dir? Nein, nicht unbedingt. Aber ich bin mehr mollig. Du bist mehr mollig? Ich bin mehr mollig. Wie viel wiegst du denn? 80, 85 Kilo. Ja, bei der Größe von? 1,70. Ja. Aber ich bin trotzdem ein verdammt hübsches Mädchen. Zweifle ich überhaupt gar nicht dran. die Stimme ist schon grandios. Also kann ich mir schon gut vorstellen, dass das alles zueinander passt. Hast du auch ganz offen erzählt, dass du ein bisschen mollig bist? Ja, klar. Ja, das heißt natürlich. Da, und er stand dann auch drauf. Und ja, klar. Mhm. Wie intim waren denn die Gespräche schon am Telefon? Wurden auch einzelne... Nee, also das, da bin ich, man tauscht natürlich aus, worauf man steht. Das schon? Das schon, aber Telefonsex auf gar keinen Fall. Nee, aber habt ihr schon mal abgeklärt, auf welche Sexpraktiken ihr besonders steht? Das wurde am Telefon vor. Ja, doch. Mhm. Ja.
Was bevorzugst du so? Dirty Talk? Aha. Dirty Talk, also wenn man sich mit schmutzigen Worten beschimpft, ne? Nein, nicht beschimpft. Nicht beschimpft, aber... mehr anspornen. So. Anspornt. Ja, genau. So das Motto, du dreckige Schlampe, ne? Nein, sowas nicht. Ja, wie denn? Du geiles Miststück. Ach so, oder? Na gut, kommt das gleich raus. Nee, aber dreckig bin ich ja nicht. Nein, dreckig sollte ja auch nur symbolisch dann gemeint sein. Aha. Also, so wie du es gerade sagst, das ist schon in die Richtung gehend. Ja, genau. Und das war sein Ding auch. Ja, richtig. Mhm. Das heißt, ihr habt euch erstmal gut unterhalten. Wir haben sehr nette Gespräche geführt, jetzt ganz ehrlich. Er saß hier bei mir auf der Couch und wir haben ganz toll miteinander gesprochen. Wie lange habt ihr denn geredet, bis es dann zur Sache ging? Anderthalb Stunde. Das war ein langes Vorspiel dann. Mhm? Ja, genau. Ja. Hast du schon überlegt, ja, wie mache ich es jetzt bald und gleich und wie? Und nein, überhaupt nicht. Das kam aus der Situation heraus. Er hat dann halt, ich bin mehr die Devote im Bett. Ach, ich hätte jetzt genau andersrum gedacht. Nein, ich bin die Devote. Ja. Sag natürlich auch gerne, was ich will. Ja. Und er schaute mich mit einem Blick an, und sagte dann einfach, Baby, komm doch mal rüber zu mir. Und das Baby kam, ne? Oh ja. Wie lange hat das Baby sich dann im Bett vergnügt danach? Zwei Stunden. Mhm. Dann bist du eigentlich richtig fertig jetzt, ne? Ne, fertig bin ich noch lange nicht. Ich bin naturgeil. Ach so. Sag mal, was machst du vom Beruf? In der Gastronomie arbeite ich. In der Gastronomie? Mhm. Ja, das heißt... Du hast wahrscheinlich gute Gelegenheiten, Männer kennenzulernen. Ja, ich bin Bardame im guten Restaurant und. Ach so. Ist nicht schwierig, aber Arbeit und Vergnügen kann ich gut unterscheiden. Bardame? Mhm. Ist aber nichts. Nein. In einem guten Restaurant genau. Arbeitest du an der Bar und plauderst mit den Männern und so weiter. Mhm. Direkt an einem Theater. Verstehe. Und. Hast du Sorge, dass er sich vielleicht, weil du ja eine sehr attraktive und nette und tolle Frau bist, dass er sich vielleicht in dich verlieben könnte? Ich hoffe nicht. Wurde das auch schon klar besprochen? Nein, so klar haben wir dann nicht drüber gesprochen. Ich meine, am Telefon schon. Ach so, ja, dann müssen... Aber, ich meine, im Prinzip ist das ja ein Traum von vielen Männern, genau so eine Frau kennenzulernen. Ne, die keine großartigen Beziehungen will und keine Beziehungsgespräche führen möchte und so, sondern einfach... Ja, wir haben ja auch so tolle Gespräche geführt. Ist schon klar, ja. Aber keine Verpflichtungen und ich muss niemandem sagen, was ich heute getan habe, wenn ich was getan habe. Hattest du schon öfters länger solche reinen Sexbeziehungen? Ja. Also bist du durchaus trainiert in der Ausübung solcher Verbindungen? Ja. Ja, also Sabrina, ich gratuliere zu einem schönen Abend. Dankeschön. Bitte aber dennoch ein bisschen mehr Vorsicht im Netz. Ja, das hat mich geschockt und ich habe auf jeden Fall, das bleibt drin, auf jeden Fall. Es tut mir auch wahnsinnig leid, was hier passiert ist und ich werde auf jeden Fall vorsichtiger sein. Ja. Ich habe echt Glück gehabt, dass ich so ein super hammer geiles Treffen hatte. Ja, in der Tat, hast du Glück gehabt. Ich hoffe, dass das genau sich so entwickelt, wie du das gerne möchtest und dass ihr beiden noch viel, viel Spaß habt, wenn ihr euch dirty betalkt. Sabrina, alles Liebe. Dir auch, Domian. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, meine Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Jetzt geht es weiter mit der Christina. Christina ist 21. Hallo Christina. Ja, hallo Domian. Ja, hallo. Um was geht's bei dir? Also, vor 2 Jahren ist mein Freund, wir hatten einen Unfall, ich und mein Freund, und ich war schwanger zu dem Zeitpunkt. Wir hatten einen Unfall auf der Autobahn und mein Freund ist dabei ums Leben gekommen und ich habe mein Baby verloren. Mhm. Wart ihr beide allein im Auto? Ja. Ja. Wie ist der Unfall, wie ist es passiert? Uns hat ein LKW, wir waren auf der Autobahn und ein LKW wollte gerade auf die Autobahn rauffahren. Und wir konnten nicht mehr ausweichen. Wozu ich sagen muss, wir waren auch ein bisschen schnell, das gebe ich zu. Und der hat uns abgedrängt und dann sind wir ins Schleudern gekommen, in die Leitplanke und das Auto hat sich nochmal überschlagen. War dein Freund sofort tot? Ja. Warst du ohne Bewusstsein oder kannst du dich an alles erinnern?
ich kann mich nicht mehr an sehr viel erinnern. Also ich habe nur noch den Aufprall gemerkt an der Leitplanke und dann war ich auch weg. So ein paar Minuten erstmal. Ja, und dann sind wir. Warst du schwer verletzt? Es ging, also es war eigentlich nicht so viel. Ich hatte zwar starke Blutungen gehabt, Rippen gebrochen und auch eine Gehirnerschütterung. Aber alles noch verhältnismäßig harmlos für so einen schweren Unfall. Ja. Das heißt, du bist mit einem blauen Auge, kann man sagen, davon gekommen. Du persönlich, wenngleich auch du dein Kind verloren hast. Ja. Durch den Unfall. Genau. Das war vor 2 Jahren. Das war vor 2 Jahren. Mhm. Und seitdem geht es mit mir nur noch bergab. Ich habe angefangen, Drogen zu nehmen. Welche Drogen? Ecstasy, Pep, Kokain. Ja. Also nie irgendwas mit Heroin zu tun gehabt, weil davor hatte ich immer ein bisschen Respekt, muss ich sagen. Na gut, aber Kokain ist dann auch nicht, ist ja auch schon. Nee, auch nicht, dann gebe ich zu, aber also gefährlich sind sie alle. Wie finanzierst du das? Tja, wie finanziere ich das? Also kostet eine Menge Kohle. Ich habe ja damals, also ich habe ja auch eine Lehrstelle angefangen. Da habe ich dann auch noch gearbeitet. Und habe das davon bezahlt. Oder was ich natürlich auch gemacht habe, ist, ich habe meine Eltern beklaut. Was mir auch sehr leid tut und was ich auch am liebsten wieder rückgängig machen würde, aber. Ganz aktuell hast du eine eigene Wohnung im Moment? Nee, ich lebe im Moment noch bei meinen Eltern. Ich muss ja dazu sagen, ich war halt auch in der Psychiatrie danach noch, weil ich mich auch umbringen wollte. Und jetzt warte ich eigentlich also auf einen anderen Therapieplatz, wo ich auch meine Lehre weitermachen kann. Also in so einem betreuten Wohnen, wo ich aber auch diese Rahmenbedingungen habe, die ich brauche. Ja. Was für eine Lehre ist das, die du gerne fortführen möchtest? Zur Hauswirtschafterin. Hauswirtschafterin. Nimmst du aktuell im Moment auch Drogen? Ja, Ecstasy. Und das finanzierst du immer noch dadurch, dass du es von den Eltern irgendwie klaust, das Geld? Oder? Nee, im Moment, nee, nur vom, also ich bekomme Krankengeld, weil es mir einfach noch zusteht, weil ich auch lange auch vorher schon gearbeitet habe. Und das bezahle ich davon. Das ist jetzt auch nicht mehr so häufig, wie das damals mal war. Also ich brauche das eigentlich auch nicht, sag ich mal. Hast du noch Leute, mit denen du das nimmst, und nimmst du das für dich alleine? Also ich kenne natürlich sehr viele Leute in der Drogenszene. Und bin auch oft feiern gegangen, muss ich sagen, um alleine schon alles zu vergessen, was um mich herum passiert. Einfach tanzen, den Rauscharm, den man dann hat. Ja, umso schlimmer ist es dann wahrscheinlich, wenn man hinterher dann irgendwann alleine zu Hause ist und die Droge, die Wirkung lässt nach und man wird sich bewusst, was los ist. Ja. Und ich bin ein sehr gefühlskalter Mensch geworden. Und denke teilweise auch sehr egoistisch, denke nur an mich. Du bist dann damals irgendwann im Krankenhaus aufgewacht. Ja. Hat man dir gleich gesagt, dass dein Freund ums Leben gekommen ist? Ja, das hat man mir sofort gesagt. Und dann habe ich nach meinem Baby gefragt. Da wollte mir erst keiner eine Antwort drauf geben. Dann habe ich noch ein bisschen mit mehr Druck gefragt, weil ich wollte es unbedingt wissen, was mit meinem Baby ist. Dann haben sie mir gesagt, dass man mir das auch nicht geschafft hat, durch die starken Blutungen, die ich hatte. In welchem Monat warst du schwanger? Im 6. Im 6. schon? Ja. So, jetzt stelle ich mir vor, du liegst im Krankenhaus, selbst auch verletzt, nicht so ganz schlimm, aber eben auch verletzt und hast erfahren, dass dein Freund tot ist und dass dein Kind tot ist. Ja. Wenn du dich jetzt zurückerinnerst an die ersten Tage im Krankenhaus, als du das wusstest, wie ist es dir da ergangen? Also mir ging es sehr dreckig und ich habe mit niemandem mehr geredet. Ich habe nichts mehr gegessen, ich wollte nichts mehr trinken. Ich lag einfach nur da, hab mir die Wände angeguckt. Also mit mir war gar nichts mehr anzufangen, weil ich diese beiden Menschen, die ich verloren habe, über alles geliebt habe und immer noch liebe. Wir hatten auch schon einen Namen für das Baby. Ja. Wie lange warst du mit deinem Freund zusammen gewesen? 5 Jahre. 5 Jahre. Ja, wir wollten heiraten. Bist du dann direkt im Anschluss an das Krankenhaus, an den Krankenhausaufenthalt in die Psychiatrie gegangen? Oder gab es das? 2 Monate bin ich dann wieder nach meinem Krankenhausaufenthalt bin ich dann wieder arbeiten gegangen. Und dann fing das halt dann auch an mit den Drogen. Und
dann habe ich mir mal so die Birne, ich sag mal auf gut Deutsch, zugedröhnt, dass ich irgendwelche Filme geschoben habe, die überhaupt nicht mehr schön waren. Daraufhin wollte ich mich umbringen, hatte aber vorher einer Freundin gesagt, also hatte eine Freundin angerufen und der gesagt, dass ich irgendwas vorhab. Also von daher, so richtig wollen wollte ich das wahrscheinlich nicht, sonst hätte ich es nicht angekündigt, glaube ich. Wahrscheinlich, ja. Mit Sicherheit sogar. Mhm. Ja. Und dann hat man mich dann auch gefunden. Was hast du, Tabletten genommen oder was hast du gemacht? Ich habe ziemlich viele Ecstasy-Tabletten genommen. Ja. Und dazu noch Schlafmittel. Ja. Mhm. Man hat dich aber rechtzeitig gefunden. Ja. Und danach bist du in die Psychiatrie dann gekommen. Ja, direkt in die geschlossene dann. Mhm. Hat dir das was gebracht, die geschlossene Psychiatrie? Ich muss sagen, nicht so sehr viel, wie ich mir das vielleicht erwünscht habe. Mhm. Weil in der Psychiatrie selber ist dann auch nochmal den Ärzten Malheur passiert. Ich habe eine hohe Dosis, die haben mir eine Überdosis Psychopharmaka verabreicht. Mhm. Versehentlich, wie sie gesagt hatten, und mir ging es echt schlecht. Mhm. Ich habe Ausfälle gehabt, ich konnte nicht mehr schlucken, ich konnte gar nichts mehr, ich konnte nur noch krabbeln. Mhm. Und da habe ich das Vertrauen in die Ärzte verloren. Mhm. Und habe mich auf keine Therapie mehr eingelassen. Mhm. So, der Stand der Dinge im Moment ist aber, dass du überlegst, doch irgendetwas zu machen. Ja, natürlich, ja. Mhm. Kann nicht so weitergehen. Mhm. Möchte auch irgendwann mal wieder glücklich werden. Mhm. So und das, was jetzt da was vor dir liegt, dass du eben dann auch deine Lehre dort machen kannst, gehst du da mit ganzer Überzeugung hin oder eher auch mit Angst? Ich muss sagen, es ist so auch ein bisschen Angst, mhm. weil ich nicht weiß, was auf mich zukommt. So, wie die Leute da sind, weil das sind, also ist eine ziemlich große Gruppe mit 30 Leuten. Das ist in einer Klinik, ne? Das ist eine Art betreutes Wohnen für psychisch kranke Menschen. Ja. Und da kann man gleichzeitig seine Lehre machen. Die haben da Werkstätten und Küche halt, wo ich dann halt eingesetzt werde. Achso, das ist nicht angegliedert an eine Klinik, sondern das ist so ein ja, so wie du es gerade gesagt hast, so ein Projekt halt. Das ist ein Projekt von der Caritas, ja. Ja. Mhm. Aber klingt doch gar nicht schlecht, ne? Natürlich, man muss sich auf die neuen Leute einlassen, das ist klar. Aber du hast jetzt 2 Jahre, bist ja irgendwie durch die Gosse gegangen, ne? Seelisch. Ja, kann man sagen. Mhm. Ja. Gab es damals eigentlich, das wollte ich gerade noch fragen, nachdem du aus dem Krankenhaus rausgekommen warst, gab es da Zeiten, wo du dachtest, ich will auch nicht mehr leben, ich kann nicht mehr? Ja, sehr oft. Das glaube ich. Mhm. Was hat dich am Leben erhalten? Was hat dich immer wieder doch dazu gebracht zu sagen, ich lasse es nicht so weit kommen? Also meine Adoptiveltern, als ich bin adoptiert worden auch, die waren ein Grund. Dann die Freunde, die ich wirklich als Freunde bezeichnen kann, die mit mir immer durch dick und dünn gehen. Die waren dann auch noch für dich da? Die waren immer für mich da. Muss man ganz ehrlich sagen. Was auch schön zu hören ist, weil ich höre auch immer wieder Fälle, wo die guten Freunde, die sogenannten guten Freunde dann weg sind, wenn es einem richtig dreckig geht. Ja, aber die waren da. Mhm. Und da danke ich denen auch, weil sonst wäre ich nämlich irgendwann mal so abgerutscht. Also sonst wäre ich echt, hätte man mich mal tot in der Ecke irgendwo gefunden, weil lange hätte ich das, irgendwann hätte ich dann auch nicht mehr Bescheid gesagt. Mhm. Ist dein Kind, dein ungeborenes Kind, was immerhin... Du warst schon im 6. Monat. Ist das beerdigt worden? Weißt du das? Ja. Was heißt, weißt du das? Es ist beerdigt worden. Mhm. Es ist beerdigt worden. Das heißt, du hast auch einen Ort, wo du hingehen kannst. Ja, das war mir sehr wichtig. Mhm. Gehst du oft zu dieser Stelle oder auch zum Grab deines Freundes? Jeden Tag. Jeden Tag? Jeden Tag. Mhm. Und ich bin dann auch mehrere Stunden da. Mhm. Sprichst du in Gedanken mit ihm oder mit dem Kind? Ja, und ich schreibe Briefe und die verstecke ich dann irgendwo, damit das keiner sieht. So. Die versteckst du in dem Grab oder in der Erde von dem Grab? Ja, genau. Hört sich vielleicht doof an, aber mache ich. Mhm. Nee, das hört sich überhaupt nicht doof an. Das ist sicher auch eine Form von Trauerarbeit und durchaus in Ordnung, wenn man das so macht. Wenn es einem gut tut und man das Gefühl hat, man kann sich äußern und... Also Christina, ich finde gut, was du vor dir hast und ich möchte dich ermutigen, das wirklich anzugehen, aber da bin ich sicher, das wirst du auch tun.
Und will dir, soweit ich das kann, auch etwas die Angst nehmen davor. Ich glaube, das schaffst du. Ich glaube, du hast die 2 Jahre jetzt ausgehalten, die Hölle waren für dich. Dann ist dieser Schritt, glaube ich, der Schritt, der vielleicht weniger schwer sein wird als das, was schon hinter dir liegt. Ja. Du hast eine Perspektive für ein vielleicht ein etwas besseres Leben zu führen demnächst. Ja. Magst du mit meiner Psychologin noch mal ein paar Worte sprechen? Ja, wenn ich kann. Ja, sehr gerne. Dann legst du bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay. Alles Gute von Herzen, Christina. Tschüss. Ja, danke schön. Tschüss. In der Technik heute Nacht Michael Verhoeven.